Ach ja, wir sind beim nächsten Muster. Oder besser gesagt, so Leute, da sind wir beim nächsten Muster. Und ich habe noch ein Dungeons & Dragons Muster. Es tut mir leid, ihr müsst nochmal durchstehen, wie ich über dieses Set ramble. Ich weiß, viele von euch mögen das Set. Und ich verstehe auch, warum ihr das mögt. Ich finde es halt wirklich schlecht und wirklich schlimm. Und ich öffne es trotzdem, weil ich die paar Booster jetzt noch da habe und weil ich sie damals bekommen habe. Und ja. Gut, gucken wir uns mal an. Hier, Wald catcht mich direkt off guard, weil ich denke, der hat einen doofen Effekt. Hat er nicht. Und, wow, blauer Drache. Guter Name. Mit eiskaltem Blick, bitte. Blauäugiger Drache mit eiskaltem Blick. 7 Mana, 5-5 fliegend mit Blitzodem. Wenn er ins Spielfeld kommt, erhält eine Kreatur unserer Wahl bis zum Ende des Zuges minus 3 minus 0. Eine andere Kreatur minus 2 minus 0 und eine andere Kreatur minus 1 minus 0. Blitzodem ist keine Fähigkeit. Das wird einfach nur da gesagt, weil der halt diese Blitze da hat. Vom Artwork sehr, sehr cool. Schild des Paladins. 2 Mana Ausrüstung aufblitzen. Wenn er ins Spiel kommt, legen wir eine Kreatur unserer Wahl. Die kriegt plus 0 plus 2. Und für 3 Mana zum Ausrüsten. Ja, ist ganz nett. Treue Paladin. Okay, unser Theme ist Paladin. 5 Mana, 4-4, Leuchtfeuer der Hoffnung. Das ist keine Fähigkeit. Wenn der ins Spiel kommt, legen wir eine plus 1 plus 1 Marke und Wachsamkeit auf eine Kreatur unserer Wahl. Nee, und Wachsamkeit kriegt eine Kreatur. Ja, egal. Bis zum Ende des Zuges halt. 2 Mana, 2-2, Lifelink, der standhafte Paladin. Hier weiß unser Theme mit Paladin und da war es dann schon wieder Hinef. 3 Mana 4-5 enttappt nicht während des Enttapp-Segments. Immer wenn wir Lebenspunkte dazu erhalten, deshalb hier der Übergang, enttappen wir die. Weißt du, Stalaktiten wachsen von der Decke herunter, während Stalagmiten vom. Weil es halt so ein. Ja. Ist halt ein lauernder Seiler. Dann haben wir Sammelmanöver. 3 Mana Spontanzauber. Eine Kreatur unserer Wahl kriegt plus 2 plus 0 Erstschlag bis zum Ende des Zuges. Eine andere Kreatur kriegt plus 0 plus 2 und Lifelink bis zum Ende des Zuges. Sehr, sehr cool. Mönch der offenen Hand. Der wurde sogar gespielt. 1 Mana 1-1 mit Schlaghagel. Schlaghagel auch hier keine Fähigkeit. Ihr wisst, was für ein Problem ich mit diesem Set habe. Gerade als Judge ist das für mich unterirdisch. Und ihr müsst es nicht jedes Mal verteidigen, wenn ich das sage, dass ich das Set kacke finde. Es ist wunderschön, dass ihr das Set toll findet. Aber es ändert nichts daran, dass ich das Set richtig, richtig kacke finde. Und wenn der zweite Zauberspruch ins Spiel, wenn ihr den zweiten Zauberspruch spielt, legt ihr dann plus 1 bis 1 Mark auf den. Sehr, sehr cool mit Elfenmönch. Angeheuerte Fluchklänge. 2 Mana, 2-2, Elf Hexenmeister. Wenn er ins Spielfeld kommt, falls Mana von einem Schatz ausgegeben wurde, weil man den halt bezahlt, dürfen wir eine Karte ziehen, verlieren einen Lebenspunkt. Dann haben wir Pixie-Führerin. Die habe ich in dem Wizard of the Coast Pre-Release, Preview-Event, sowas, gespielt. 2 Mana 1-3 fliegend ein Vorteil gewähren. Ja. Falls du ein oder mehrere Würfel würfeln würdest, würfel stattdessen so viele Würfel plus 1 und ignoriere das niedrigste Ergebnis. Dann haben wir Zalto Herzog, der Feuerriesen. 5 Mana 7-3. Wow. 7-3. Verursacht Trampelschaden, legendäre Kreatur, Riese Baba. Zalto, ihr wisst Bescheid, Zalto. Und immer wenn der Schaden zufügt, wagen wir uns ins Gewölbe, also wir adventuren. Das ist der Punkt, an dem ich euch sage. Adventure war damals richtig, richtig hart verbuggt. Wenn ihr Adventure spielt, schaut lieber nochmal nach, oder ein Adventure zieht, schaut lieber nochmal nach, ob die Karte auch wirklich das tut, in Deutsch, was da drauf steht. Unsere Foil ist Todespriesterin von Myrkul, 4 Mana 2-2 und Skelette, Vampire und Zombies, die wir kontrollieren, erhalten plus 1 plus 1 und zu Beginn des Endsegments, falls im Zug eine Kreatur gestorben ist, können wir einen Mana bezahlen. Falls wir das tun, kriegen wir einen weißen Kreaturenspielstand. Und haben wir eine Karte von der Liste? Nein, wir haben den Atropal, der in diesem Dungeon gemacht wird. Und ich kann euch endlich mal zeigen, was nicht stimmt. Und zwar Grabmal der Vernichtung, Katakomben. Wirf eine Karte ab und opfere eine Kreatur, ein Artefakt oder ein Land. Das ist falsch, da muss und ein Land stehen. Das haben sie damals richtig hart verkackt. Und das hat ganz, ganz viele Leute richtig hart abgefuckt. Und sie haben nicht schnell genug reagiert, meiner Meinung nach. Ja, einfach nicht schön. Einfach nicht schön. Naja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Albrexit. Ciao, ciao.